Meine Geschwister, Damen und Herren, wir suchen noch ein, zwei Minuten Geduld zu haben. Dann startet unsere Vorführung, denn diese Vorführung wird nun auf dem Hauptbildschirm übertragen. Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie hier im Bereich der 3. und 4. Panzergrenadierbrigade. Aufgrund des großen Andranges werden wir diese Vorführung jetzt zweimal starten. Einmal jetzt und einmal um 15.50 Uhr. Also wenn jetzt jemand nicht so gute Sicht hat auf das Geschehen, in circa 20 Minuten starten wir dasselbe Vorführung noch einmal. Was Sie hier sehen werden, ist ein Abriss über das Handwerk des Panzergrenadiers der 3. und 4. Panzergrenadierbrigade mit dem Kampfschützenpanzer Ulan, dem Hauptwaffensystem unserer Panzergrenadierbrigade. Wir werden Ihnen vorführen die Beweglichkeit des Schützenpanzers, das Auf- und Absitzen der Grenadiere zum Gefecht sowie die Bergung eines Verletzten. Panzermarsch. Der Kampfschützenpanzer Ulan hat eine stabilisierte Maschinenkanone und er hat sie nun auf seine Art und Weise begrüßt. Wenn er nun die Wanne dreht, werden Sie sehen, das Geschütz zeigt ihm in dieselbe Richtung. Er fordert es das Gefecht. So sitzt der Panzergrenadier bei der Heckklappe zum Gefecht ab und unter dem Schutz der 3 cm Maschinenkanone des Schützpanzers Ulan nach einer kurzen Befehlsausgabe bezieht er seine Stellungen. Kommt es hierbei zu einer Verwundung, so wird er von Sanitätern mit dem Sandschützpanzer Saurer rasch vom Gefechtsfeld verbracht. Die Crew des Sandschützenpanzers besteht aus einem männlichen und einem weiblichen Unteroffizier. Die Frau Wachtmeister Götz ist erst vor wenigen Tagen von ihrem Einsatz aus dem Tschad zurückgekehrt und steht hier nun zur Verfügung. Die Aufgabe des Sanitätstrupps im Schützenpanzer ist es, den Verwundeten zu bergen, die Transportfähigkeit herzustellen und im gepanzerten Fahrzeug rasch aus dem Gefechtsfeld in die nächste Sanitätseinrichtung zu bringen. Der Verwundete ist nun geborgen und wird nun aus dem Gefechtsfeld gebracht. Der Schützenpanzer Ulan verleiht durch seine 28 Tonnen Gefechtsgewicht 720 PS und mit seinen 70 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit auf der Straße, die Befähigung, die Panzergrenadiere rasch und sicher zum Einsatzort zu bringen. Beachten Sie nun noch einmal die Wendigkeit des Panzers und vor allen Dingen die Stabilisierung der 3 cm Kanone.
modernes Gerät kann nur von gut ausgebildeten Soldaten bedient werden. Die Besatzung eines Schützenpanzers Solan besteht aus dem Kommandanten, dem Lichtschützen und dem Panzerfahrer. Die Besatzung, Sie können ruhig applaudieren. Die Besatzung des Sanitätsschützenpanzers besteht aus einem Panzerfahrer, einem Kommandanten und einem Notfallsanitäter. Die Spezialisten im Kampf im bebauten und dicht bewachsenen Gelände, unsere Panzergrenadiere. Eine Panzergrenadiergruppe besteht aus dem Kommandanten, dem Spezialisten der Panzerabwehr, einem Maschinengewehrtrupp, Sturmgewehrschützen und einem stellvertretenden Kommandanten. Geschätzte Damen und Herren, Sie sahen hier nur einen kurzen Abriss des Handwerks eines Panzergrenadiers der Panzerbesatzungen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. In circa 10 Minuten starten wir zu einem zweiten Durchgang.